So, warum nicht mal ein Zimmer zeigen zur Abwechslung? Hört ihr das? Also die Matratze ist durchgelegen. Ne? Billiges Untergestell und ich mache das jetzt mal nicht weg, aber das wusste ich, dass die Matratzen auf die Dauer nichts sind hier. Einfaches Zimmer mit Aircon in Bangkok. Hier hat man die Aircon, hier den Kühlschrank, ein Fernseher ist da, ein Schrank, der hat auch einen Safe, einen kleinen Safe. Da unten. Oh, hier ist diesmal kein Balkon, ich war schon mal hier, als ich diese Tour durch Parks gemacht habe. Und da hinten ist, da komme ich jetzt nicht ran, die Sukhumvit, also man ist noch relativ nah an der Hauptstraße. Deshalb ist es noch ein bisschen zu laut, vielleicht wird das nach Mitternacht besser. Hier ist dann das Badezimmer, da ist so, naja, 0815 Shampoo und Duschgel drin, aber es gibt keine Zahnbürste und Zahnpasta, diese Wegwerfdinger da und auch keine Seife, also man muss dann das Duschgel nehmen. Handtücher genug und so, es ist auch sauber und deshalb bin ich auch nochmal hier rein. Mir hat das gereicht, aber es ist teurer geworden. Nun gut, wir sind diesmal auch ein bisschen weiter noch in der Hauptsaison, obwohl ich war Ende März da letztes Jahr. Und jetzt sind wir bei knapp 900 Baht. Für ein paar hundert mehr kamen wir schon ins Atlanta. Davon werde ich euch vielleicht noch berichten, wenn mein Kumpel kommt. Denn ein Grund, dass ich hier hin bin, einen Tag vor seiner Ankunft, der wollte nämlich unbedingt abgeholt werden. Hoffentlich klappt der Schwenk vom Flughafen. Ist eben, dass ich hier übernachten wollte, damit ich nicht so eine Hektik morgen habe. Und dann dachte ich, ich gucke mir doch gerade mal zwei Filme an. Und für die eine Nacht kann ich hierher und vielleicht gehen wir mal nach Bangkok in das klassische Hotel Atlanta. Das könnt ihr auch googeln und machen da mal ein paar Aufnahmen. Da wurden auch schon Filme gedreht. Ja, wie ist das eigentlich hier so als Schmankerl? Obwohl, ich müsste einen extra Teilkanal machen, damit diese Tipps bei den richtigen Leuten ankommen, schätze ich. Ich reise zum Beispiel mit Bein Sports App und ich könnte mir heute Nacht sehr wahrscheinlich das Bayern-Spiel anschauen. Ich denke, diese Champions-League-Spiele kommen und das kostet nur 20 Euro im ganzen Jahr. Leider ging bis vor kurzem die App nicht über den Kindle, aber jetzt habe ich meinen alten Smart-TV ausgepackt, der schon jahrelang da rumsteht, weil mein Hotel, meine Unterkunft ist ja ein Kondo-Hotel, mein Apartment mit Fernseher kam, ne? Und ich hatte Smart-TV und die nicht und da konnte ich jetzt zu meiner Freude die Bein Sports App runterladen, nur damit ihr mal wisst, was das für ein Unterschied preislich ist, ne? Da habe ich also die Bundesliga, da habe ich Champions League, ich habe die italienische Liga, spanische Liga, da ist alles Mögliche drin. Ansonsten geht man hier über den Fernseher, am besten über Drew, aber ich weiß nicht, was das kostet. War mal eine ganze Weile umsonst, jedenfalls einige Spiele der Bundesliga über Astrosport, aber das gibt es seit Jahren nicht mehr. Jetzt haben wir so eins am Wochenende oder am Samstag, eins am Sonntag auf PBTV mit, also einem thailändischen Sender mit thailändischem Kommentar. Günstiger sind auch Abos. Ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr das mal über VPN probieren wollt, die man bei den Streamingdiensten macht. Zum Beispiel bei Amazon geht das ja wohl nicht mehr, die merken das. Aber bei YouTube vielleicht, ich weiß es nicht, also YouTube Premium kostet hier nur knapp 4 Euro im Monat. Das mache ich ganz gerne, wenn ich unterwegs bin, weil ich diese kostenlosen Zeiträume schon abgegrast habe mit meinen diversen E-Mails. Und sowas wie Spotify, na, das kriegt man ungefähr auch für den Preis, also für weniger als die Hälfte als in Deutschland. Natürlich, weil die Leute es hier nicht so dicker haben. Was habe ich gemacht? Ich habe zwei Filme gesehen. Der eine ist mit einem sehr rätselhaften Ende versehen. Er heißt Evil Does Not Exist. Das Böse existiert nicht. Und ist von einem Japaner, der schon
mehrfach ausgezeichnet wurde, so eine Art Kritikerliebling. Ich habe noch keine Erklärung für das Ende gelesen. Ich werde gleich mal googeln, wenn ihr den Film schon gesehen habt in Deutschland, dann erzählt mir davon. Er ist insofern zwar der interessantere, aber für diesen Kanal muss ich natürlich unbedingt ein Lob an Wim Wenders aussprechen, dass ich das nochmal tun würde. Denn der hat mich mit so vielen Filmen gelangweilt. Wim Wenders hat also mit einem Japaner zusammen, den müsste ich auch noch googeln, ist das ein Originaldrehbuch oder ist das sogar ein Stück Literatur gewesen, ein Drehbuch geschrieben und diesen Film gemacht. Deutscher Kameramann, deutscher Cutter, aber sehr viele Japaner im Team und Japanerinnen, auch auf Japanisch mit einem bekannten japanischen Hauptdarsteller, der, wie ihr schon gehört habt, ein Toilettenreiniger im Zen-Geist ist. Der macht das also ganz exakt und ist dabei glücklich und er sammelt auch Aufnahmen von Lichteffekten am Tag, wenn das Licht so durch die Bäume fällt. Dafür gibt es einen besonderen japanischen Ausdruck, weil das nur im Moment da ist und nicht wieder einzufangen, beziehungsweise es ist immer nur einmal so, ne? Und dann nie wieder. Und er versucht es auf Fotos zu verewigen und er gräbt auch kleine Pflänzchen aus und pflegt die bei sich zu Hause. Also er hat viel Liebe zum Detail und scheint so ein richtiger Zen-Geist zu sein, denn später stellt sich heraus, dass er offensichtlich noch aus reichen Verhältnissen kommt. Das, was mir gefallen hat, ist, oder sagen wir, bei dem einzigen Manko, dass mal wieder so eine Art Knallcharge mitspielen musste oder so ein Overacting-Typ, der in jedem zweiten japanischen Film auf einem japanischen Filmfest auftritt. Ne? Da gibt es immer diese grellen Gestalten, die da schreien und brüllen und nicht richtig schauspielern können. Es sollte auch keine Persiflage sein, aber das ist wirklich das einzige Manko, denn ansonsten ist der Film wirklich voller Zen-Anspielungen. Bis zu diesem kriege ich das noch hin, also den Ausdruck für dieses Lichtspiel durch die Bäume auf Japanisch, den erfahrt ihr nur, wenn ihr den Nachspann durchsitzt und bis zum Ende bleibt. Ne? Das wird erst danach erklärt. Also es kann sich bei vielen Filmen lohnen, nicht beim Nachspann aufzustehen und zu gehen. Und da hieß es Ima wa Ima, wenn ich mich nicht täusche, ja, ist das so ein kleiner Japanischkurs gewesen. Jetzt ist nur jetzt. Und das Thema hält er ganz gut durch. Und warum es mir so gefällt, ist, dass die Person trotzdem gebrochen ist. Sie hat einen an Demenz hinscheidenden Vater und den will die Figur nicht besuchen, der unser Protagonist. Das wird nicht gesagt, warum. Und es vermischt sich auch in dem Mann Freude mit einer gewissen Traurigkeit. So, das ist alles überraschend für einen deutschen Regisseur, ne? Überraschend japanisch geglückt und für euch Zen-Leute ist es vielleicht doch der interessantere Film, aber der erste genannte Evil Does Not Exist, der von Wim Wenders heißt übrigens auf Englisch Perfect Days, also weiß ich nicht, wie der im deutschen Verleih heißt. Der andere ist sehr langsam, auch mit starkem Naturbezug. Deshalb passen die sehr gut zusammen. Da könnte man Doppel machen, wenn das in Deutschland möglich ist. Aber er hat ein völlig rätselhaftes Ende und wie gesagt, hat ihn jemand gesehen, schreibt mal in den Kommentar, was ihr dazu meint. So, mehr von hier nicht, also das nächste Mal vielleicht ein richtig interessantes Hotel. Und morgen geht es dann zum Flughafen, weil der Kumpel, der Freund drauf bestanden hat, dass er abgeholt wird beim ersten Mal in Thailand. Mache ich das mal. Ne? Kürzlich ist nämlich hier einen dieser typischen blauen Pendelbusse zwischen Pattaya und Bangkok verunglückt. Alle 36 Insassen mussten ins Krankenhaus, 10 davon waren deutlich verletzt. Ich habe heute mal geguckt, es haben sich vielleicht 10% angeschnallt. Ne?
Und ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Bus vielleicht auch überhaupt niemand war. Das hatte ich auch schon gesehen, oder dass ich der Einzige bin. Ne? Das Problem ist ja auch oft mit der Versicherung, wenn dann was passiert, ne? Und da waren Gurte und wenn die gepasst haben, nachweislich, und man hat sie nicht angelegt, manchmal passen die nicht oder gehen nicht zu oder sind kaputt, dann wird die Versicherung wahrscheinlich sich auch querstellen, ne? Jedenfalls für alles zu zahlen. Ja, das war ein Auffahrunfall. Wer da schuld war, weiß ich nicht. Aber die dürfen eigentlich eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten. Dann fängt das an zu piepsen im Bus und das piepst permanent. Das interessiert die nicht. Ne? Die heizen so fast so wie früher da über den Highway. 2 Stunden dauert es von Pattaya bis Ekawai, wo man hervorragend essen kann. Und deshalb habe ich auch dieses Hotel gewählt, nicht das Atlanta, was wahrscheinlich auch belegt ist, könnte ich mir denken. Jetzt aber. Hier ist um die Ecke das tolle Gateway Ekamai. Das müsst ihr unbedingt mal aufsuchen. Ich esse gerne eben Sukiya. Katsuya gefällt mir auch. Die gibt es zwar auch anderswo, aber man kann hier verschiedene interessante Sachen machen. In dieser Ecke Tonglor, eine Haltestelle weiter, ist ein richtiges japanisches Bar- und Restaurantviertel. Ne? Da gibt es also etliche Ramenläden. Es ist fast wie in Japan. Ne? Und in diesem Ekamai selbst auch. Da wird man auch viele Japaner treffen. Da gibt es noch für die Kinder Unterricht, Musikunterricht und was weiß ich nicht alles. Ne? Also es ist ganz auf die Japaner abgestellt. Auch so eine Art japanischen Supermarkt und so weiter. Ne? Ein paar Dinge, die ihr auch kennt, wie Subway und wie heißt das andere, Dunkin' Donut und Dairy Queen und sowas. Ne? Okay. Tschüss. Schwenk zurück und den Ausknopf drücken. Ah, schönes Schild da an der Tür. Ne? Ich war als letztes Mal da, war, habe ich auch gleich wieder so ein paar Inder rumrumoren hören. Nachts. Und da war das Schild meines Erachtens noch nicht an der Tür.